Willkommen in Lisas Küche. Heute stelle ich euch einen türkischen Teekuchen vor. Vorbereitet habe ich hier Zitronensaft, Madeira-Wein, Mehl, kandierte Früchte, Eier, Zucker und Butter. Die Butter wird mit dem Zucker jetzt schaumig gerührt. Jetzt kommen die Eier langsam dazu, eines nach dem anderen. Vermische ich das Mehl mit etwas Backpulver, mit 2 Teelöffel Backpulver. Das Backpulver hebe ich da runter und verrühre einen Teil mit der Eimasse. Dann habe ich hier die kandierten Kirschen, gehobelte Haselnüsse, Walnüsse und Rosinen, und das wird noch jetzt alles mit dem Mehl vermischt. Dann kommt noch etwas Zitrone dazu. Und 3 Esslöffel Madeira-Wein. Und das heben wir jetzt unter diese Masse. Hier habe ich dann noch ein paar Gewürze, Zimt, Kardamom und etwas Salz. Das siebe ich auch dann noch über das Mehl. Und das wird jetzt vorsichtig untergehoben. Dann habe ich hier eine fettete Form vorbereitet, mit Semmelbrösel ausgestreut, und dann wird das hineingefüllt. Glatt gestrichen. Und bei 190 Grad
circa 1,5 Stunden gebacken. Glatt gestrichen. Und bei 190 Grad circa 1,5 Stunden gebacken. Nach dem Backen lässt man den türkischen Teekuchen in der Form auskühlen. Dann wird er mit Schokoladeglasur überzogen und mit Pistazien bestreut. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wünsche euch viel Vergnügen beim Backen.